Willkommen bei einem der schwierigsten Rennen dieser Saison. Hohes Tempo und komplexe Kurven machen diese Strecke bei den Fahrern sehr beliebt. Es ist Zeit für den Grand Prix von Japan. Südwestlich der japanischen Millionenmetropole Nagoya liegt der Suzuka Circuit. Heute ist es hier sehr windig und nass. Dieser Wind wird vor allen Dingen in Sektor 1 den Fahrern extrem viele Probleme machen. Denn in Sektor 1 der 5,79 Kilometer langen Strecke mit ihren 18 Kurven, dort sind die schnellen S's und die haben es unter diesen Umständen in sich. Überholt werden kann am Ende von Start und Ziel, also hinein in Kurve 1 und natürlich immer vor oder in die letzte Schikane hinein. Aber es gibt auch noch die Haarnadelkurve und in der hat es ja auch schon das ein oder andere verrückte Manöver gegeben. Frag nach bei Kamui Kobayashi. Hallo und herzlich willkommen zur Race Preview zum Formel 1 großen Preis von Japan. Und ja, vielleicht sehen wir hier schon die WM-Entscheidung. Zuletzt wurde sie ja noch in Singapur vertagt, was ja relativ erwartbar war. Hier in Japan sieht die Ausgangssituation schon ein bisschen anders aus, denn Max Verstappen wird von der Pole Position starten und wenn er als Erster über die Ziellinie kommt plus die schnellste Runde im Rennen sammelt, ja, dann kann ihm die Meisterschaft nicht mehr genommen werden, jedenfalls nicht auf der Strecke. Was mit dem Cost-Cap-Appeal passiert, werden wir ja erst am Montag erfahren. Das sollte ja eigentlich innerhalb der Woche passieren. Ist es leider nicht, wurde verschoben. Das betrifft aber auch eher die letzte Saison. Wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, sondern eher reingehen in die Race-Preview. Wir sind nach 2 Jahren Pause zurück in Suzuka in Japan. Dazu auch noch mit regnerischem Wetter. Und ich würde sagen, in das starten wir jetzt direkt mal rein. So, rein geht's in den Regenstart. Regen auch im Spiel hier eingestellt, denn es soll eine Regenwahrscheinlichkeit von 90% beim Rennstart geben. Könnte natürlich ja einiges ändern. Spannung wird dadurch auf jeden Fall garantiert. Zuletzt war es ja Lewis Hamilton und auch Max Verstappen, die beiden Meister, die ja, in Singapur ein paar Fehler gemacht haben, im Regen untypische Fehler auch gemacht haben. Mal schauen, wie das dann diesmal hier in Suzuka aussehen wird, ob es überhaupt regnet, aber wie gesagt, Regenwahrscheinlichkeit aktuell sehr, sehr hoch vorhergesagt. War ja eigentlich schon das ganze Wochenende ein Thema, der Regen. Qualifying nicht, allerdings in fast allen Trainingssessions, die auch zum Beispiel dazu geführt haben, dass das zweite freie Training etwas anders gelaufen ist, als man es eigentlich geplant hatte. Da wurde nämlich eigentlich 90 Minuten Training den Teams eingeräumt, um später im Verlaufe dieses Trainings einen neuen Reifensatz, eine neue Reifenmischung von Pirelli zu testen, die eben experimentell ist und möglicherweise ja, ein Entwicklungsreifen quasi für die nächste Saison ist, der eventuell dann in der nächsten Saison eingesetzt werden soll. Soweit jetzt nichts Untypisches. Allerdings ja, konnte man das eben nicht machen, weil es geregnet hat. Da natürlich ein bisschen ungünstig, aber der Test wird dann ja, gegen Saisonende an anderer Stelle, ich glaube Mexiko, nachgeholt. Ist nicht allzu dramatisch. Aber dementsprechend auch relativ wenig Trainingszeit für die Teams, denn der Trainingsfreitag ist quasi komplett ins Wasser gefallen. Da wurde auch ja, gerade in FP1 relativ wenig gefahren. Dementsprechend wird es nicht allzu viele Daten geben. Da kommt es den Teams vielleicht sogar eher entgegen, wenn das Rennen dann wirklich auch im Regnerischen gefahren wird. Vor allem ja, freut das viele der Fahrer natürlich, da der Regen ja immer die Fahrzeugperformance ein bisschen ausgleichen kann. Natürlich auch nur bis zu einem bestimmten Level, aber gerade für einen Fahrer wie Sebastian Vettel, der sich eine sehr, sehr gute Ausgangssituation fürs Rennen im Qualifying eingefahren hat, dürfte das eine ganz gute Chance sein, um vielleicht hier in seinem letzten Besuch in Japan, der für ihn ja anscheinend auch ziemlich sentimental ist, mag er die Strecke sehr, sehr gerne hier in Suzuka, ja, die Möglichkeit ergeben könnte, hier vielleicht auch ein paar gute Punkte noch für die WM mitzunehmen. Wäre auf jeden Fall natürlich aus deutscher Sicht sehr erfreulich. Kommen wir jetzt aber mal zur Streckenvorstellung. Wir sind hier natürlich auf dem legendären Suzuka International Racing Course oder kurz gesagt einfach Suzuka in Japan. Die Strecke ist natürlich permanent und wird schon seit 1987 in der Formel 1 quasi durchgängig befahren. Nur 2007 bis 2008 und eben in den letzten 2 Jahren pandemiebedingt konnte hier dann nicht gefahren werden mit den Formelwagen. Ansonsten seitdem immer dabei und ja, ist auf jeden Fall eine der Lieblingsstrecken der Fahrer. Ist eine natürliche Strecke, sehr technisch, gerade auch im ersten Sektor.
Man hat trotzdem einige gute Überholmöglichkeiten. Wir haben hier immer wieder tolle Duelle gesehen. Kann man sehr gespannt sein, wie das dann jetzt mit den neuen Autos wird, ob wir hier ähnliche Duelle sehen werden, weil sich natürlich durch die neue Abriebsmechanik doch der neuen Autos einiges hier verändern wird. Aber ja, gerade auch nach der 130R-Kurve, durch die wir jetzt fahren, die natürlich im Trockenen komplett voll geht mit den Formelwagen, in der Zufahrt zur Schikane kann man hier immer das ein oder andere enge Überholmanöver sehen. Dann natürlich auch die Stadt-Zielgerade, wo man gerade hier auch im Nassen immer wieder Schwierigkeiten hat, Traktion zu finden in der letzten Kurve. Da muss man sehr aufpassen. Die erste Kurve ist auch ein bisschen tricky, da untersteuert man sehr, sehr gerne rein in Turn 2. Aber bietet eben auch meistens die Schaufläche, um hier wirklich tolle Duelle zu haben. Und ich denke, im Nassen könnte man definitiv auch Duelle hier in den S-Kurven erwarten, die man vielleicht im Trockenen jetzt eher nicht so erwarten wird. Dazu ist natürlich noch eine Besonderheit, dass die Strecke, man sieht sie rechts auf der Minimap, sich kreuzt. Also man fährt hier auf der einen Seite durch eine Unterführung, auf die wir jetzt gleich zusteuern, auf der anderen Seite eben über eine Brücke vor der 130R. Natürlich hat das jetzt vom Fahrerischen her keinen besonderen Impact, aber prinzipiell natürlich schon eine Besonderheit der Strecke auf jeden Fall. Dazu muss man auch noch sagen, eine weitere Besonderheit der Strecke sind auf jeden Fall die Fans, die hier ja extrem Motorsport begeistert sind, immer in den verrücktesten Verkleidungen an die Strecke kommen, ist immer sehr, sehr cool. Also da wird man im TV-Bild sicherlich auch das eine oder andere sehr, sehr coole entdecken können. Ja, kommen wir auf die Favoriten für das Rennen zu sprechen. Wir haben zwei Fahrer, und zwar Sebastian Vettel und Lewis Hamilton, die hier bereits viermal gewinnen konnten. Dementsprechend könnte man da, wenn sie es schaffen, mit einem fünften Sieg relativ nah zum Rekordsieger auf der Strecke kommen. Das ist nämlich Michael Schumacher, der hat hier bereits sechsmal gewonnen damals. Natürlich in der Zeit, wo Ferrari sehr stark war. Zuletzt war es aber vor allem Mercedes, die haben hier nämlich seit 2014 ausschließlich auf der Strecke gewonnen. Ist jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen, dass es an diesem Wochenende auch so tun, aber wer weiß. Nah genug dran, um vielleicht abzustauben, falls Red Bull und Ferrari vorne ja, das Schicksal ereilt, werden sie auf jeden Fall sein. Dazu muss man aber auch noch sagen, dass der Sieger eigentlich ja, meistens so, ich sag mal 95% aus der ersten Startreihe kommt, die also extrem wichtig ist. Ansonsten hatten wir auch noch Alonso und Bottas, um das zu vervollständigen, die hier auch jeweils einen Sieg geholt haben. Ja, ansonsten kommen wir dann mal auf die Startaufstellung zu sprechen. Wir haben Max Verstappen auf der Pole Position, gerade mal 300stel vor Charles Leclerc und dann Carlos Sainz. Da war es sehr, sehr eng. Also ein klarer Favorit ist jetzt hier nicht unbedingt so sehen. Ich denke, dass Leclerc durchaus gute Chancen haben könnte, sich hier den Sieg zu holen. Kommt aber darauf an, wie sein Start ist. Ich denke, dass der Rennstart sehr, sehr entscheidend sein dürfte im Duell vorne. Auf der 4 haben wir dann Perez, auf der 5 sehr, sehr stark Ocon, der so ein bisschen ja, fast aus dem Nichts wieder kam. Dann haben wir auf dem 6. Platz Lewis Hamilton, auf der 7 Alonso, also beide Alpinen sehr, sehr stark. Auf der 8 dann George Russell, das ist etwas enttäuschend gewesen. Auf der 9 dann Sebastian Vettel, was ein unfassbar gutes Ergebnis ist. Also gerade auch im Vergleich zu seinem Teamkollegen, auf den wir gleich zu sprechen kommen, natürlich ein super Ergebnis, was er hier sich geholt hat. Sehr, sehr starke Ausgangssituation und sollte es wirklich nass sein, dann denke ich, dass für Vettel wirklich viel drin sein könnte hier. Auf der 10 haben wir dann Lando Norris, da ja, gab es einen kleinen Zwischenfall, der schon eher ein großer Zwischenfall war, vor ja, dem letzten Versuch im dritten Qualifying-Segment hatte er nämlich eine beinahe Kollision mit Max Verstappen, war etwas kurios, letztendlich hat Verstappen dafür eine größere Verwarnung quasi bekommen, aber eben keine sonstige Strafe. Ja, Verstappen wollte da anscheinend nochmal vor der letzten Schikane, wie man das sonst auch oft kennt, die Reifen warm machen, allerdings kam dann Norris mit Vollspeed an, wollte seine Runde eben schneller beginnen, auch wenn er selber auch auf der Warm-Up-Lap war. Die beiden hätten sich dann fast berührt, hat Norris gut reagiert, ist ausgewichen. War eine etwas kuriose Situation, muss man wirklich sagen. Verstappen hat sich dann auch auf der Strecke danach entschuldigt, aber sollte natürlich trotzdem nicht
passieren. Da muss die Formel 1 vielleicht auch mal sehen, dass es da irgendwie ein paar Regeln gibt, wie man das am Ende der Warm-Up-Lap gestalten will. Aber gut, ist zum Glück nichts weiter passiert. Also Norris immerhin in Q3 gekommen. Das trifft leider auch nicht unbedingt für seinen Teamkollegen wieder zu. Der ist nämlich auf Platz 11 gekommen. Daniel Ricciardo, der ja gerade verkündet hat, dass er im nächsten Jahr nicht auf dem Formel 1-Grid zu finden sein wird. Also da rückt so eine Rolle wie Mercedes-Ersatzfahrer gerade in greifbare Nähe eventuell. Denn es hat sich einiges am Fahrerkarussell getan. Herr Gasly wurde bestätigt als Fahrer für Alpine. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr ein komplett französisches Alpine-Team sehen, was natürlich schon sehr speziell ist. Ich denke, dass Alpine mit Pierre Gasly auch einen guten Deal gemacht hat. Also ich halte persönlich relativ viel von Gasly. Und in der Konsequenz haben wir dann eben auch einen Nyck de Vries, der sich jetzt natürlich einen Platz organisiert hat, und zwar bei AlphaTauri. Ist eine ganz interessante Entscheidung. Es gab ja einige Teams, die in der Verlosung rund um Nyck de Vries immer wieder zu sprechen waren, unter anderem ja auch Williams. Das Cockpit ist weiterhin offen und wir als Elfter über die Linie gehen. Wird sehr interessant, wie da die letzten Plätze verteilt werden. Ansonsten gehen wir noch weiter durch die Startaufstellung. Auf 12 dann Bottas, 13 Tsunoda, 14 Zhou, auf 15 Mick Schumacher, der leider im freien Training gecrashed war, nachdem er seinen Probestart gemacht hat und dann die Runde natürlich noch schnell gefahren wird, war ein bisschen ungünstig, hat da sehr starkes Aquaplaning bekommen. Ist vielleicht da ein bisschen sehr schnell gewesen, aber war vielleicht auch ein bisschen Pech, ehrlicherweise, wie viel Aquaplaning er hatte. Hat das Auto relativ stark beschädigt, hat natürlich wieder viel Geld gekostet. Natürlich nicht so ganz günstig, da er immer noch keinen festen Vertrag hat. Da hört man ja, dass wahrscheinlich bald das ernsthaftere Gespräche mit dem Haas-Team geben wird. Auf der 16 haben wir dann Albon, der wieder einen ganz guten Job in Williams gemacht hat. Auf der 17 dann Gasly. 18 Magnussen, der jetzt mit seinem 97. Start für das Haas-Team der Fahrer wird, der die meisten Starts für Haas fahren oder gefahren haben wird. Auf der 19 dann Stroll, sehr enttäuschend, gerade wenn man sich anschaut, dass Vettel auf Platz 9 gelandet ist, 10 Plätze vor ihm. Und auf Platz 20 haben wir Latifi, der auch noch 5 Plätze Strafe bekommt für seine Kollision mit Guan Yuzhou in Singapur. Die sind relativ hinfällig, da er eh schon hinten ist. Ich weiß nicht, ob die Strafe jetzt noch irgendwie auf was anderes umgemünzt wird. Ansonsten ist die Strafe natürlich irgendwie wenig sinnvoll. Aber gut, zum Abschluss natürlich nochmal klar gesagt, Verstappen wird Weltmeister. Wenn er den Sieg plus schnell zur Runde holt, dann ist egal, was die anderen machen. Ansonsten, wenn Leclerc höchstens 8. und Perez höchstens 6. wird, kann Verstappen machen, was er möchte quasi. Ansonsten landen wir quasi irgendwo dazwischen. Es ist relativ wahrscheinlich, dass er sich hier den Weltmeistertitel holt, zumindest wenn er gewinnt, würde ich sagen. Schauen wir mal, Spannung ist trotzdem da, ganz klar ist es auch nicht. Red Bull wird ab sofort ja auch wieder mit dem Honda-Logo rumfahren. Wäre natürlich in Japan so eine Art halber Heimsieg, würden sie natürlich, denke ich mal, ganz gerne sehen würden. Sehen könnte das Rennen auch, das geht nämlich um 7 Uhr los, dementsprechend müsste der Sky-Vorbericht so um 5.30 Uhr losstarten, für alle, die wirklich früh aufstehen wollen. Das Ganze ist dann 14 Uhr Ortszeit und wie gesagt 20 Grad plus 90% Regenwahrscheinlichkeit sorgen für genügend Spannung. Ich hoffe, ihr freut euch auch aufs Rennen. Ihr könnt mich gerne mal in den Kommentaren wissen lassen, ob ihr glaubt, ob Verstappen sich hier schon zum Weltmeister gehört oder ob es vielleicht noch ein paar Rennen dauert oder ob ihr meint, es wird in diesem Jahr dann doch gar nichts mehr. Es gibt die große Überraschung. Lasst mich das gerne wissen und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.